Oh, wir können wieder was. Oh, aber alles gar nicht. Machen wir im nächsten Zeitalter. So. Aufgabe? Ja, die gute Frau kann auch mal ein bisschen Holz fällen gehen. Oder vielleicht mal hier oben. Holzfäller. So, jetzt haben wir noch einen Typen. So, ich muss mal kurzzeitig unterbrechen, weil ich halt angeschlagen bin. Läuft die Nase immer. Hallo? Das ist Händlerin. Ein bisschen störend. Und ihr wollt halt immer mein Schnäuzen hören, ne? Weiß ich ja nicht. Wie viel Reichtum wir angesammelt haben. Wie viel Reichtum hat denn angesammelt? Weiß ich gar nicht. Was denn überhaupt? Ja, Händler. Oh. Ja, wir müssen eigentlich noch ein paar Bauern mehr zu den Mühlen schicken. Bereit. Bereit. Hallo? Ja. Verstanden. Aufgabe? Ja, lass mir den nur auch noch so eine Windmühle bauen. Zimmermann. Ja, Zimmermann. Ja, Zimmermann. So, jetzt haben wir da... Jetzt haben wir aktuell 4. Ich wollte aber 6 haben, ne? Bereit, Zimmermann. Ach, schade. Ah, oh, wir brauchen 800 Nahrungseinheiten für die nächste. Für das nächste Zeitalter. Bereit, Bäuerin. Ja, ich weiß nicht so recht. Hier haben wir dann 3. Komm, ja, fehlt noch einer. Hallo, so. Und jetzt die 2, die da rauskommen, können dann noch dazu und dann gehen wir mal in die nächste ja, Entwicklungsstufe, ins nächste Zeitalter. So, was haben wir denn hier? Da haben wir den blauen. Oh, der, was hat der denn da gebaut? Nö, Moschee. Mhm. Bereit, Bäuerin. Ja, dann können wir das mal hier entwickeln. Den Rest können wir jetzt gerade nicht. So. Bäuerin. Jetzt haben wir da 6 und da haben wir 6. Gut. Also Nahrungsprobleme sollten wir jetzt nicht haben. Holzprobleme sollten wir auch nicht so allzu schnell bekommen. Entwickeln wir mal den anderen Rest. So, mal noch ein paar Dorfbewohner, man kann ja nie genügend haben. Aufgabe? Gehen wir mal ja. Hier hin, war noch mal so ein... Richtig. Ja, wie nennt sich das? Handelsposten, ne? Genau. Bereit. Achso, ja. Händlerin. Oh, Bevölkerungslimit erreicht.
Ja. Oh, ich hab Kühe gefunden. Oder Schafe. Unglaublich. Aufgabe? Zimmermann. Also wenn man die Großschreibtaste. Oh mein Gott, der hat Großschreibtaste gesagt und nicht. Ja, ich bin nicht so all zu gut in diesen technischen Details. Also wie gesagt, also mit der Großschreibtaste könnt ihr halt Gebäude markieren und dann, wenn ihr sie gedrückt haltet, mehrere gleichzeitig platzieren. Die dann der Reihe nach gebaut werden natürlich. Ja, jetzt brauche ich den Typen eigentlich gar nicht mehr. Oder wo könnte ich den noch? Jetzt könnten wir eigentlich ins nächste Zeitalter gehen. Ich denke, wir bauen einfach ein Mäuerchen. Um unseren Verbündeten noch herum. Na, mal gucken. Bauen wir das Mäuerchen denn? Keine Ahnung. Gehen wir erstmal ins nächste Zeitalter. Ja, Siedlerwagen brauchen wir nicht. Hallo? Ach ja, der Jupp ist immer noch da. Kann mal so einen Hafen hier hinten bauen. So. Ja, das können wir auch mal erforschen. Oh, da war zu wenig Fleisch. Ja, der hat ja schon fleißig. Ich sehe gerade, das ist ja eine Insel. So, da kommt unser Typ und baut dann gleich mal unseren Hafen. Wo wir dann Kriegsschiffe bauen können und alles. Aber wie gesagt, das werdet ihr alles noch selbst sehen. So, jetzt haben wir es geschafft. Ist der Typ natürlich wieder arbeitslos. Ah, wir sind in Zeitalter 2. So, jetzt haben wir hier natürlich das freigeschaltet. Kommen wir ein bisschen aufpeppen, unsere Geschichte hier. Aufgabe? So, ja, der Jupp ist nützlos. Kann auch mal Holz fällen da hinten. Ach genau, da habe ich ja die Nahrungseinheiten bekommen. So, was können wir denn hier mal mitnehmen? Ja, nehmen wir mal 5 Ulane. Was sind das denn hier? Landsknecht-Söldner. Ja, cool, das seht ihr hier, die Kavallerie, die ich beordert habe. Reit dann hier raus runter und auf so ein Schiff. Und jetzt verschwinden die. Praktisch da auf diesem Schiff. Ja, nehmen wir die auch noch. Und mehr fällt mir jetzt momentan nicht ein. Na gut.
Hallo? Ja. So, jetzt bauen wir natürlich wieder neue Häuser. Zimmermann. Zimmermann. So, jetzt ist unser Kavalier hier eingetroffen. Ja. Wird erledigt. Bereit. Der kann mal hier irgendwie so eine Kaserne bauen. Bereit? Verstanden. Wer ist denn hier? Achso. Ja. Die gute Frau. Ja, die kann ja mal so eine Kirche bauen hier. Zimmermann. Hallo? Der kann darüber gehen. Hallo? So, jetzt sind unsere ja. Außenposten eingetroffen. So. Brauchen wir mal ein Schiffchen. Können wir unseren Hafen verteidigen. Ja. Ja, hier sind direkt schon Auftrag. Zwei Ulane. Ja. Jawohl. Die bei jeder Lieferung der Deutschen mitkommen. Ja. Händlerin. Wo haben wir denn? Nein. Nein. Bereit. Ah, genau. Die gute Frau habe ich gesucht. Zimmermann. So. Machen wir mal ein paar Armbrustschützen. Also man kann immer 5 Einheiten gleichzeitig platzieren, ne? Seht ihr, wenn ich den 6. mache, dann steht er daneben. Ja, jetzt können wir das hier natürlich wieder entwickeln. Was? Achso, ja, unsere Armbrustschützen sind fertig. Jawohl. Aufgabe? So, jetzt müsste die mal so ein Mäuerchen hier bauen. Damit wir uns verteidigen können. Was sind das hier aber für Leute? Was wollen die? Warum gleich so viele? Und jetzt alle Holz? Naja, mein Verbündeter ist ja echt schräg drauf. Was hat er überhaupt gebaut? Er hat bisher gar nichts gebaut. Naja. Naja, lassen wir den mal in Ruhe. So, nö, hier kann man nichts. Da doch, hier kann man noch was entwickeln. Was wollen wir fürs... Ah, oh, wir schneiden fürs nächste Zeitalter. Ja, nehmen wir mal das. Das klingt ganz interessant. So, die Jugendfrau ist auch fertig. Das Einzige, was so ein bisschen schade ist, finde ich, dass man halt keine Handelsschiffe mehr bauen kann. Das hat ja immer noch in Stronghold 2, Stronghold 2, ja klar. In Age of Empires 2 ja noch, ja, viel Spaß gemacht. Da konnte man dann parallel dazu noch Geld bekommen. Ja, die müssen die da oben hin. Wird gemacht. Bin auch noch da. Naja, egal. Nee, dann lassen wir die weg. Machen wir erstmal 10 von den Einheiten. Hallo? Nein, nein. Bereit. So.